Die Aufgabe 8 der Wellenlehre ist eine sehr wichtige Aufgabe. Sie gibt eine Anwendung der Auflösungsgrenze von optischen Instrumenten, die man nur mit der Wellenoptik verstehen kann. Es ist hier gefragt, wenn man einen Feldstecher nimmt, der einen bestimmten Durchmesser vorne hat, Licht einer normalen Wellenlänge von 500 Nanometern nimmt, wie gut kann man dann Dinge noch sehen, also wie scharf kann man Dinge sehen, die 80 Kilometer entfernt sind. Das Beispiel wäre das Jura halb vor Alpen, vielleicht ungefähr als Zahlenbeispiel. Ich muss daran denken, dass eben die Beugung letztendlich diese Auflösung begrenzt, die Beugung an den Rändern des Objektivs. Das gibt eine Theorie von Rayleigh, die besagt, dass diese Beugungsgrenze wie folgt berechnet werden kann. Wenn zwei Objekte im Abstand x auseinander liegen und da mit einer Optik, das kann ein Auge sein, das kann ein Fernrohr sein, was auch immer, mit dem Durchmesser oder mit dem Radius r gearbeitet wird, dann stehen da hinten zwei, nicht zwei Punkte, sondern zwei Beugungsscheibchen, also ein bisschen andeuten, die man noch dann auflösen kann, wenn das x hier, der Abstand x der beiden Punkte in der Distanz l, folgende Grenzbedingung erfüllt: x ist dann gegeben im Grenzwert gerade mit 0,61 mal die Wellenlänge Lambda des Lichtes durch den Radius dieser Öffnung hier multipliziert mit dem L, der Distanz L. Das kommt aus der Beugungstheorie heraus, dass 0,61 ist eine gerundete Zahl, ist eine Nullstelle einer Bessel-Funktion, aber man kann damit sehr gut arbeiten und die Sache, wenn man das jetzt hier einsetzt, muss man mit den Einheiten einfach aufpassen. Wir haben hier 0,61, das ist dimensionslos. Lambda ist ja die Wellenlänge, das heißt, das muss man in Metern schreiben. 500 mal 10 hoch minus 9 Meter, das sind Nanometer. Dann haben wir unten das R, das sind die 5 cm Durchmesser, das heißt 25 mm Radius. Und das L sind eben 80 km, also 80 mal 10 hoch 3 Meter. So kann man, wenn man die 10er Exponenten dann noch kürzt, kann man sehen, dass dann etwa 1 Meter herauskommt, 0,98 Meter, wenn man es genau nimmt. Das heißt, man kann jetzt zwei Punkte, die im Abstand 0,98 Meter in 80 Kilometer Entfernung sind, mit so einem Feldstecher theoretisch noch auflösen. Also zwei Menschen, die nebeneinander stehen, würde man separat sehen, nicht nur als ein dicker Mensch quasi. Allerdings sind dann die Feldstecher im Allgemeinen nicht so exakt gebaut von der Linse her, dass sie wirklich diese Auflösungsgrenze auch erreichen. Zudem ist oft auch die Luft verschmutzt oder sie hat thermische Schlieren und so, also es gibt dann Flimmern und so weiter, die dann diese Auflösungsgrenze eventuell auch nicht wirklich erreichen. Bei astronomischen Anwendungen, dort ist es so, dass man versucht, durch die Breiten, durch die großen Spiegel, die man da verwendet, wirklich die Beugungsgrenze auszunutzen, wenn man Sterne sehen möchte, die sehr fein aufgelöst werden sollen. Dort geht man so weit mit den Spiegeln, dass man ungefähr mit der Spiegeldimension eine Beugungs-, also eine Auflösung aufgrund der Beugung erreicht, die gerade auch dem Luftflimmern entspricht, sodass dann mein größerer Spiegel dann keinen großen Sinn mehr macht, weil das Luftflimmern dann das Ganze eh zerstört. Auf ähnliche Art würde man auch ausrechnen, wie gut ein Auge optimal auflösen könnte, indem man da den Augen, die Pupillenradius einsetzt. Oder ein Mikroskop beruht auf einem ähnlichen Prinzip, wenn man auch da schauen möchte, wie gut man mit einem Mikroskop auflösen kann, theoretisch, dann würde man auch mit so einer ähnlichen Formel arbeiten. Das ist dann über die Abbe'sche Theorie, ein klein wenig anders hier, aber man sieht dann auch, dass dort in etwa in der Größenordnung einer Wellenlänge aufgelöst werden kann. Also ein Mikroskop wird nie schaffen, Atome zu zeigen, ein Lichtmikroskop, weil die Atome nur etwa 1 Nanometer groß sind oder noch kleiner, während das Licht ja 500 Nanometer ungefähr aufweist. Also dort ist die
das Verhältnis von der Wellenlänge zur Größe, die man auflösen möchte, definitiv falsch.